Am Dienstagabend wurden in Lübz die Viertelfinalbegegnung des Landespokals ausgelost. Für unseren FC Hansa geht's in der nächsten Runde nach Vorpommern. Der FC Pommern-Stralsund. Die Spannung steigt. Gegen den FC Hansa Rostock. Die Partie gegen den Verbandsligisten, der als erstgezogener Heimrecht besitzt, ist für das Wochenende 14. bis 15. November terminiert. Die genaue Ansetzung wird am 10. November bekannt gegeben. Seit Mittwoch könnt ihr euch in unserem Online-Shop ein besonderes Ticket-T-Shirt-Paket sichern. Für unser Heimspiel gegen Sonnenhof Großasbach am 24. Oktober gibt es derzeit 2 Sitzplatz-Tickets für die Ost und dazu noch ein Alex Stevanovic-Shirt, alles zusammen für nur 39 Euro. Nachdem sich unsere Mannschaft bereits beim Heimspiel gegen Dresden in extra angefertigten Alex-Shirts zeigte, um unserer Nummer 17 gute Besserung zu wünschen, könnt ihr jetzt nachziehen und mit eurem Shirt auch ein Zeichen für Teamgeist setzen und Alex, der nach seinem 2. Kreuzbandriss erneut für lange Zeit ausfallen wird, zeigen, dass wir alle hinter ihm stehen. Zu lange solltet ihr aber mit eurer Bestellung nicht warten, denn das Angebot ist auf 100 Pakete limitiert. Alle Infos bekommt ihr auf www.fc-hansa.de. Wie ist es eigentlich, Autogramme zu geben? Wie gefällt es dir beim FC Hansa und in Rostock? Und wie sieht der Tag eines Profifußballers genau aus? Am Donnerstag hatten 20 Schüler des innerstädtischen Gymnasiums Rostock mal die Chance, all ihre Fragen an Hansa-Profi Marcel Ziemer loszuwerden und bekamen dann sogar noch eine exklusive Führung durch das Ostseestadion. Die Schüler hatten beim Schülerzeitungswettbewerb des Jugendmedienverbandes Mecklenburg-Vorpommern mitgemacht und unter anderem einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des FC Hansa Rostock gewonnen. Und auch am Mittwoch war unser Ostseestadion ganz in Kinderhand. Rund 160 Fünftklässler vom Schulcampus Evershagen waren zu Gast und haben bei uns ihren Projekttag verbracht. Organisiert wurde dieser Projekttag von den Rostocker Rotary Clubs unter dem Motto Ernährung, Bewegung, Erleben. Ja, wir haben 4 Stationen. Die Kinder kommen einmal in den Presseraum, da ist Herr Pelzer, der den Kindern erzählt, wie man sich vernünftig ernährt, wenn man eine gute Leistung bringen will, wie man seinen Körper fit hält. Dann haben wir hier die Ernährungspyramide, wo die Kinder sehen können, was ist gut für mich, was ist nicht so gut, was soll ich viel essen, also viel Gemüse, da kann man mal nichts falsch gehen, wie viel soll ich trinken und wie viel Zucker darf ich naschen. Und das ist in dieser Station. Und dann haben wir 2 Stationen mit sportlichen Veranstaltungen. Einmal Dribbling, da sind immer Trainer von Hansa, und einmal Zielschießen. Und da sind auch Sportler von Hansa dabei. Und nicht nur die Sportler, auch die Kids waren sichtlich mit viel Spaß bei der Sache. Sodass mit Sicherheit davon auszugehen ist, dass es nicht bei diesem einen Projekttag bleiben wird. In dieser Woche waren unsere Hansa-Profis Stefan Andrist, Lukas Scherf und Markus Hoffmann bei unserem Partner Optik Sagave zu Gast, um für euch die neuen Hansa-Brillenmodelle Probe zu tragen. Ende November gibt es nämlich Neues von unserem offiziellen Hansa-Optiker. Richtig, und zwar kommt jetzt der neue Hansa Rostock-Bügel raus, und zwar wieder als Fanversion, ein bisschen plakativer. Und weil wir das nicht alleine entscheiden wollen, wollen wir die Fans mitentscheiden lassen und haben 3 verschiedene Designs kreiert, die ihr nachher voten sollt als Fan denn. Und der entscheidende Bügel, der euch am meisten gefällt, den wollen wir in die Produktion geben denn eben auch. Ihr habt es gehört. Ihr könnt entscheiden, wie das Gestell der neuen Hansa-Brille aussieht. Was ihr dafür tun müsst: Meldet euch bei Facebook an und klickt auf den Gefällt-mir-Button auf der offiziellen Facebook-Seite eures FC Hansa Rostock. Dann geht ihr auf unsere Homepage www.fc-hansa.de und auf den Artikel zur Abstimmung und klickt dann einfach unter eurem Lieblingsbrillengestell auf den Gefällt-mir-Button. Unter allen Teilnehmern losen wir einen glücklichen Hansa-Fan aus, der das Siegermodell gratis und natürlich vor allen anderen erhält. Das Voting läuft noch bis zum 23. Oktober.
Und so sieht das Wochenende bei unseren Nachwuchsteams aus. Unsere U21 empfängt am Sonntag um 14 Uhr den Tabellenzweiten Hertha Zehlendorf. Unsere U19-Kicker reisen am Sonnabend zum 1. FC Magdeburg und unsere B-Junioren gastieren am Sonntag beim vorletzten RSV Eintracht 1949.